Herzlich willkommen im MOOC Lehren und Lernen mit digitalen Medien 1. Zuerst die Frage, was ist denn ein MOOC? Ein MOOC ist ein sogenannter Massive Open Online Course. Massive steht dafür für viele, also viele Teilnehmerinnen. Warum? Weil der Kurs offen zugänglich ist. Und das hat sich durchgesetzt aus Amerika mit der Idee, Online-Kurse zu erstellen und auch vielen zugänglich zu machen. Und das Open eben mit der Idee, es auch tatsächlich frei und gratis zu machen. Und iMOOCs, auf dem jetzt dieser MOOC also stattfindet, ist eine MOOC-Plattform. Wir werden uns in diesem MOOC noch näher mit diesen Dingen auch beschäftigen, aber im Wesentlichen kann man sich das so vorstellen, hier laufen mehrere unterschiedliche Online-Kurse einfach parallel. Das Besondere an iMOOCs ist die offene Lizenzierung. Offene Lizenzierung heißt, dass also Sie nicht nur frei die Inhalte konsumieren können, sondern Sie können auch die Inhalte frei verwenden in anderen Kontexten, zum Beispiel in der Schule, im Unternehmen, irgendwo, wo Sie die Idee haben, ein Video vorzuführen. Die Videos selbst liegen dann auch auf YouTube, damit es auch noch viel einfacher wird. In diesem Sinne freut es mich also, Sie in einem MOOC begrüßen zu können. Dieser MOOC ist in 6 Einheiten gegliedert, die Ihnen im Wochenrhythmus freigeschalten werden. In diesen Einheiten wollen wir Ihnen einerseits Inhalte näherbringen, die Ihnen schon im Studienalltag, aber auch später in der Unterrichtspraxis helfen werden. In der ersten Einheit geben wir Ihnen einen Überblick über die Inhalte anhand von Expertinnen-Interviews. Außerdem stellen wir das Projektteam vor. Die weiteren Inhalte sind Medieninformatik, Mediendidaktik, Computational Thinking oder auf Deutsch informatisches Denken, rechtliche Grundlagen beim Einsatz von digitalen Medien und Nutzung und Wirkung von digitalen Medien im Unterricht. Wir haben uns bewusst gegen eine thematische Trennung dieser Themen in einzelne Lektionen oder Module entschieden, weil wir Ihnen klar machen möchten, dass diese Themen auch im echten Leben miteinander verschränkt sind. Sie können sich die Videos aus den einzelnen Einheiten entweder so ansehen, wie sie wöchentlich freigeschalten werden, um quasi am Ball zu bleiben, oder Sie suchen sich die Einheiten nach Ihrem persönlichen Interesse aus und lernen so selbstgesteuert und autonom. Der Aufbau jeder Lektion ist grundsätzlich gleich. Zu Beginn gibt es Lernvideos, die Ihnen einen kurzen Überblick und Input liefern. Weiters gibt es Zusatzmaterialien, sehr oft Texte oder auch weitere kurze Videos, die Ihnen mehr Einblicke geben sollen. Und wen es interessiert, der kann sich mit der weiterführenden Literatur noch in das eine oder andere Thema vertiefen. Ja, also dieser MOOC wurde im Rahmen des Entwicklungsverbundes Südost im Rahmen der Pädagoginnenausbildung neu für Lehramtsstudierende konzipiert. Das heißt, wir wollen für alle Studienrichtungen sogenannte digitale Kompetenzen möglichst realitätsnah vermitteln. Und daher wurde dieser MOOC auch in einem didaktischen Konzept eingebettet. Das heißt, während Sie vielleicht nur diesen MOOC machen, dürfen die Studierenden begleitende Lehrveranstaltungen, das sind dann die sogenannten Übungen, in Präsenz, zu Teilen in Präsenz, absolvieren. Wie das dann genau funktioniert, das werden wir den Studierenden natürlich in der jeweiligen Präsenzveranstaltung vermitteln. Dazu ist es natürlich so, dass auch am Ende eine Prüfung erforderlich ist, um also dann tatsächlich auch die European Credits zu bekommen. Diese wird in Form eines Multiple-Choice-Tests an den verschiedenen Standorten durchgeführt. Verschiedene Standorte zur Erklärung: der Entwicklungsverbund Südost besteht also aus der PH Burgenland, der Universität Graz, der TU Graz, der PH Graz, der KPH Graz, der PH Kärnten und der Universität Klagenfurt. Und daher haben wir uns entschieden, dass wir eine zentrale Einheit der Vermittlung von Lehrmaterialien machen, das ist eben dieser MOOC, und dann werden diese Übungsgruppen lokal an diesen Standorten zusätzlich angeboten. Das ist so das didaktische Setting und auch eine schöne Möglichkeit, wie man bereits sehen kann, wie MOOCs auch anders eingesetzt werden können als sogenannter reiner Online-Kurs. Das Tolle am Lernen mit einem MOOC ist die Flexibilität. Egal, ob Sie zu Hause vor dem Computer sitzen oder unterwegs sind, Sie können überall auf die Inhalte zugreifen. Ein Risiko allerdings ist, dass man sich am Computer oder am Tablet zu Hause manchmal isoliert oder alleine vorkommen kann. Das muss nicht so sein. Sie sind eine Lerncommunity, die Sie sich gerne zunutze machen können. Benutzen Sie die Foren und gehen Sie in den kollegialen Austausch. Helfen Sie sich weiter, wenn Sie irgendwo nicht weiter wissen.
Bei technischen Fragen steht Ihnen das iMOOCs-Team auch zur Verfügung. Haben wir Sie mit all diesen Informationen jetzt hoffentlich neugierig gemacht? Dann starten Sie doch einfach los und sehen Sie, was der MOOC Ihnen zu bieten hat. Das Lehren und Lernen mit digitalen Medien ist schon heute ein wichtiger Teil der Bildungsarbeit und wird es auch in Zukunft sein. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Erfolg beim Ausprobieren und Erkunden.